Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Video habe ich für euch endlich mal wieder ein Unboxing und zwar ein lang ersehntes. Und zwar habe ich hier die Pambox. So sieht sie aus für den Monat Dezember. Die Pambox erscheint bei Foodist und ist von der Fitness-Influencerin Pamela Reif. Wie gesagt, alle zwei Monate erscheint sie. Was ich aber noch dazu sagen wollte, wie gesagt, sie erscheint bei Foodist. Allerdings ist es so, Foodist hat jetzt ein bisschen umgestellt. Es gibt jetzt so zwei Sorten, Sparten, sag ich mal. Einmal Foodist an sich, die haben jetzt nur noch voll, nur noch vegane Produkte. Und dann gibt es noch About Food. Da bekommt man einmal die Abo-Boxen. Man bekommt dann auch nicht vegane Produkte. Also es kann jetzt sein, beziehungsweise ihr dürft euch dann nicht wundern, wenn ihr euch jetzt auch für ein Abo entscheidet, dass es nicht mehr per Foodist zu euch nach Hause kommt, sondern bei About Food. Ändert sich ansonsten gar nichts, nur der Name. Wie gesagt, die Box erscheint alle zwei Monate, kostet ab 26,90 Euro, je nachdem, welche Aboform ihr auswählt. Und sie enthält so 6 bis 8 Produkte von Food, Lifestyle, teilweise auch noch Beauty-Produkte dabei. Genau, und dann würde ich sagen, wir schauen jetzt einfach mal in die Box rein und gucken mal, was uns jetzt im Dezember erwartet. Wenn ich die Box öffne, haben wir generell immer vor zuerst so ein Booklet drin. Dann sind dann die Produkte nochmal erklärt, noch ein paar Infos dazu. Da schauen wir dann gleich parallel mal rein. Und man hat immer noch so ein Intro, da sind die Produkte auch schon mal aufgeführt. Deswegen lese ich da aber jetzt nichts vor, weil wir wollen uns ja überraschen lassen. Wenn ich die Box öffne, haben wir hier schon mal den ersten Blick in die Box. Sind schon mal zwei größere Produkte, so sieht es aus. Aber wir schauen uns die jetzt sowieso nochmal im Detail an. Ich fange jetzt einfach mit dem größten Produkt an, weil es gerade oben drauf liegt. Wir haben hier einmal Beans Salt Snacks von Vaya. Das ist vegan, laktosefrei und glutenfrei, never fried. Das sind, ich würde jetzt sagen, Chips. Genau, beziehungsweise ein gesalzener Snack aus Kichererbsen, Erbsen und Bohnen. 80 Gramm haben wir hier von drinne. Ja, ich habe jetzt in der Vergangenheit schon öfters mal so vegane Chips ausprobiert, fand es jetzt auch nicht schlecht. Von daher freue ich mich, die auch einfach mal zu testen. Nummer 1. Dann haben wir hier als nächstes einen Tee drinne. Und zwar von Choice, ein Bio-Kräutertee, süße Kamille, 20 Teebeutel sind drinne. Bio-Kamillen- und Kräutertee-Mischung. Zutaten haben wir hier Bio-Kamillenblüten, Süßholz, Anis, Fenchel, Lavendelblüten, Vanilleextrakt und Vanilleschoten. Genau, 100% Bio-Zutaten ohne Aromenzusätzen. Ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt zwar ein Teetrinker, aber bin jetzt nicht so der Fan von irgendwelchen Kamillentees. Mein Mann dann eher schon, der trinkt die sehr gerne. Also ich muss mal schauen, ich probiere den hier auf jeden Fall auch. Vielleicht bekommt er den aber auch, dann freut er sich, dass er auch was in der Box drin hat, was er testen kann. Dann machen wir gerade mal weiter. Und zwar haben wir hier noch von der Foodist Eigenmarke, jetzt sind sie runtergefallen, Snackbikes. Die schmecken wohl wie Cookie Dough, also wie Kuchenteig. Ja, Kuchenteig mag ja jeder immer gerne mal snacken. Von daher, sind ganz cool. Dattelfruchtwürfel mit Nüssen, Dattel haben wir hier drin, Erdnussmus, geröstete Erdnüsse, Kokosblütennektar, Kakaobohnensplitter sowie Proteinpulver. 5 Stück sind an der Zahl wohl hier drin. Die lasse ich allerdings jetzt zu, weil über Weihnachten, auch durch die ganze Adventskalender, habe ich einfach so viele Snack- und Snackprodukte bekommen. Die muss ich jetzt erstmal alle nacheinander dann testen. Aber die bleiben auf jeden Fall nochmal zu. Die gönne ich mir dann irgendwann später. Ich will jetzt hier gerade mal, was wir hier noch drin haben. Und zwar haben wir hier noch von Bio Vegan mein Cashew oder Cashew Pasta Topping Chili Knoblauch. Das ist wohl eine vegane Parmesan-Alternative aus Cashewkern. Und ich finde es cool, dass wir hier Chili Knoblauch drin haben, weil ich finde, davon kann man nie genug kriegen. Übers Essen, ich freue mich immer, wenn Chili drin ist, wenn genug Knoblauch drin ist. Es geht immer. Hier drin haben wir genau gemahlene Cashews, Hefeflocken, Chiliflocken, Paprikaflocken, Salz sowie Knoblauchpulver. Und wie gesagt, das ist eine Parmesan-Alternative. Kann man dann über Pasta, Pizza oder über ein Risotto zum Beispiel drüber streuen. Ja, werde ich auch sehr gerne mal testen. Ist übrigens auch glutenfrei und vegan. So. Dann gucken wir mal, was wir noch drin haben. Hier haben wir noch
was Kleines. Ich weiß gar nicht. Lipo Vibes Pure 10. Pureco 10. Nahrungsergänzungsmittel. Okay. Also Nahrungsergänzungsmittel nehme ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte es jetzt hier in der Box drin, von daher werde ich es dann auch mal gerne testen. Und ich gucke jetzt auch mal in dem Heftchen, was da jetzt so drin steht. Ein bisschen blättern. Jetzt fallen die Chips gleich runter. So, das ist Supplement Pureco 10 zur Unterstützung des Zellstoffwechsels. Q10 ist unter den Lipo-Vibes-Produkten einer der bekanntesten Aktivstoffe. Es handelt sich hierbei um ein essentielles Coenzym, das bei der Zellgeneration im Körper eine wichtige Rolle spielt. Deshalb wird es häufig für Anti-Aging-Produkte wie Antifaltenkrebs verwendet. Es kann Alterserscheinungen der Haut vorbeugen und sie sogar reduzieren. Bin ich mal gespannt. Man soll wohl täglich 6 Tropfen pur oder mit kalter Flüssigkeit einnehmen. Ja, probiere ich mal aus. Ich habe hier sie drinne gehabt, bin jetzt ein bisschen überrascht, dass so ein Nahrungsergänzungsmittel in der Box drin ist, aber wie gesagt, was drin ist, wird auch benutzt und ja, seht ihr bestimmt auch dann in einem meiner Aufgebraucht-Videos nächstes Jahr. Dann schauen wir gerade mal weiter. Wir haben hier noch eine Sache und zwar ist es eine To-Do-Liste. Genau, kann man sich dann einfach ja, aufschreiben, was man für den Tag geplant hat, für die Woche, wie auch immer. So ein kleines Notizbuch, finde ich auch nicht schlecht. Ja, dann haben wir hier ein bisschen zu spät. Aber gut, ich öffne die Box ja auch später, weil normalerweise kommt die ja immer oder kam jetzt auch bei mir Mitte des Monats an. Ist aber so, dass ich erkältet war durch die Weihnachtsfeiertage und so weiter, habe ich jetzt die letzten Tage keine Videos gemacht. Aber auf jeden Fall haben wir hier so einen kleinen Keksausstecher. So sieht er aus. Finde ich ganz süß. Ist so ein Rentier. Kann natürlich sein, dass jetzt hier auch noch verschiedene drin waren. Nicht nur so ein Rentier, aber das gefällt mir gut, weil ich bisher sowas noch nicht hatte. Ich hätte eher so Sternchen, irgendwelche Nikoläuse oder sowas. Ja, spätestens nächstes Jahr kommt es dann zum Einsatz. Und dann haben wir jetzt hier haben wir noch was. Und zwar haben wir Mix 4 Sprossenbeutel. Praktisch und einfach vom Korn zum Gemüse, Bio. Und zwar haben wir hier Linse und Radieschen drinnen. Ja, so Sprossen, das hat meine Mutter früher immer gemacht. Das weiß ich noch, schon ein bisschen länger her. Hier haben wir dann hier so eine kleine Anleitung dabei, wie wir das machen sollen. Aber finde ich ganz interessant auf jeden Fall. Werde ich mal ausprobieren. Ich hoffe, die gehen bei mir nicht kaputt. Ich gucke jetzt mal, was hier in dem Heftchen noch dazu drin steht, wenn ich es finde. Hier haben wir was. Es ist zwar nun Winter, das heißt aber nicht, dass du auf knackiges Gemüse verzichten musst. Der Trick Sprossen, das Mini-Gemüse wächst immer und überall sogar, sodass du auch im Dezember frisches Grünzeug ernten kannst. Die Keimsaat wird in einer großen Art Teebeutel abgefüllt, den du in ein Gefäß mit Wasser legst. 8 bis 10 Stunden stehen lassen, Wasser abgießen, Beutel für 2 bis 3 Tage liegen lassen und einmal am Tag abspülen. Tada, schon sind deine Sprossen fertig. Genau, würzige Linse und Radieschen haben wir hier drin. Aus kontrolliert biologischem Anbau. Ja. Die werden auf jeden Fall auch mal von mir, ja, angebaut, sage ich mal. Mal gucken, ob das was wird. Jetzt schaue ich mal, ob wir hier noch irgendwas drin haben. Nee, die Box ist leer. Ich fasse jetzt einfach nochmal gerade zusammen. Wie gesagt, wir hatten hier diesen Sprossenmix drin. Dann hatten wir hier dieses Nahrungsergänzungsmittel. Da muss ich dann auch mal schauen, wie das ist. Wir hatten hier diesen süßen Ausstecher, vor allem für nächstes Jahr, dann, wenn wir mal Kekse backen können. Dann hatten wir hier das Pasta-Topping, dieses vegane Chili-Knoblauch. Bin ich auch mal gespannt. Wir hatten dann hier noch den von Fotos, diese Snack-Bites, die nach Kuchenteig schmecken sollen. Wir hatten von Weyer diese Chips. Und wir hatten hier noch diesen Tee drin, Kamillentee mit wohl ein bisschen Vanille-Geschmack. Und dann hatten wir noch hier diese To-Do-Liste. Ja, kann man auf jeden Fall auch gebrauchen. Genau, wie gesagt, das war jetzt die Box. Generell, wenn ihr möchtet oder wenn es euch interessiert, ich habe so einen 10 Euro Freunde werden Freunde Code, den könnt ihr wie gesagt gerne anwenden, kann man auf eine Box, auf einen Einkauf, je nachdem, ich schreibe es unten einfach mal in die Beschreibung rein, könnt ihr gerne mal schauen und ich kriege da dann auch im Umkehrschluss 10 Euro Guthaben, was ich dann wie gesagt auf eine nächste Box von mir anwenden kann. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn euch mein Video gefallen hat. Wenn ihr möchtet, hinterlasst gerne einen Kommentar, einen Daumen hoch und vergesst vor allem nicht meinen Kanal zu abonnieren. Nächstes Jahr werden ganz, ganz viele weitere Videos kommen und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann sehen. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis nächstes Jahr. Macht's gut. Tschüss.